Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich speichere einmal, bevor ich jetzt da nochmal hingehe. Wahrscheinlich wird uns jetzt einer der Orks hier draußen anquatschen, so dass er uns wieder kein Wort glaubt, dass hier jemand umbringt. Halt! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Bin ich lustig. So. Wen wollen wir als nächstes hier ans Bein pissen? Der ist eigentlich auch ein... Esil? Ist doch eigentlich auch, Bring mir was über Alchemie bei. Kann der mir noch was? Das können wir auch bei anderen lernen. So, Krieger. Tangach. Uruk. Machen wir zuletzt. Mit Kopper wird das schade sein. War doch Kopper hier, oder? Oder Urkrass? Zeig mir deine Ware. Könnten wir die ganzen Sachen hier von dem auch noch irgendwie kriegen? Am besten, du hältst dich da wenn auf. Wir ihn umlegen. Steck hier fest. Das hätte er doch besser wissen müssen. Cyrus, Zeruk, Deckard. Warte, Zeruk. Du solltest meinen Rat annehmen. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ah, okay, der kann mir nichts mehr Neues beibringen, was Diebeshandwerk angeht. Diebeshandwerk, da haben wir noch unmögliche Schlösser knacken, niederschlagen, meucheln, Meisterdieb und unmöglicher Taschendiebstahl. So. Hier, zeig mir deine Ware. Cyrus war das, den wir mitnehmen konnten. So, wen gibt's denn hier noch? Das gibt doch nur wieder Wenzel will ich jetzt aber noch nicht sein Schwert wiedergeben. Glaubst du wirklich? So, Fadi? Damok? Apropos Wenzel, hat er noch einen Feuerkelch bei sich? Oder hatten wir den schon genommen von ihm? Mann, was willst du? Mann, was willst du? Ich will dich eigentlich hier befreien. Aber ich will dir dein Schwert noch nicht wiedergeben. Das ist momentan das beste Schwert, was wir haben. So, wem wollen wir noch ans Bein pissen erstmal? Den Assassinen, komm. Wir machen den. Gamal. Du dreckiger kleiner Dieb. Ja, komm raus. Bleib stehen, du Hund. Ja, komm. Machen wir den Assassinen weg. Gezeigt. Oh. Unruhestifter können wir hier nicht gebrauchen. So. Dein Gold nehme ich mal an mich. Ey, das war du mein Gold. Du solltest jetzt gehen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Das war mein Gold. Hat er mir mein Gold geklaut? Speichern wir noch einmal.
So, jetzt müsste der Ork uns jetzt ansprechen und uns dafür verantwortlich machen. Und dann angreifen. Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Achso, ich dachte, der nächste Mord wird mir angehängt. Okay. So, Esil. Dann... Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Ja, Tanga, komm. Kleiner Mara. Komm. Bleib stehen, Mara. Ne, komm mit. Ich finde die Art lustig, irgendwie einen nach dem anderen hier. Ist zwar nicht die spannendste Art, aber schon eher lustig. Vor allem der eine hier, der kommt immer mit dazu und tötet mir die alle mit. Komm, Tanga. Hier, komm, zu deinen Freunden. Da sind die dazu Gesellen. Leute, bitte! So. Und so. Jetzt brauchen wir aber einen Heiltrank. Und jetzt können wir speichern. So, jetzt müsste der eigentlich dazukommen. Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ist nichts Neues für mich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Hm. Ich frag mich, wann er hier anfängt, ja, wie soll ich sagen, also... Mach hier nicht noch mehr Ärger! Nee, ich mag hier keinen Ärger. Komm, wollen wir es mal mit Ukras jetzt versuchen? Ukras. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du komm. Wagst es, mich zu bestehlen, Mara. Ja, komm, Ukras, komm. Bleib stehen, Mara. Komm. Ich finde die Version so banal, wie wir das machen hier. Vor allem der checkt einfach nicht, dass wir die ganze Zeit hier einen nach dem anderen hier rauslocken und nur wir wiederkommen. Der checkt's einfach nicht, der eine da. Komm, Ukras. Hier, gesell dich zu deinen Freunden. Hat aufgehört. Warte mal, haben wir überhaupt das Gold von ihm bekommen, was er hatte? Der hatte ja viel Gold gehabt. Haben wir nicht bekommen. Nicht einmal die Items, die er hatte. Weißt du, die kriegen wir gar nicht? Finde ich schade irgendwie.
Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du wirst sterben. Ich reiß dir den Kopf ab. Okay, jetzt geht's los. Dem hast du's gezeigt. Jetzt geht... Ist der eine Sklave jetzt tot, oder wie? Jo, es geht schon los. Cyrus? Nein. Okay. So, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Vielleicht reicht das. Deckard. Nein! Okay, das war jetzt doof gelaufen. Hätte ja sein können. Aber dass es jetzt sofort losgeht, dass die alle gegeneinander? Was, wenn ich jetzt nochmal sage? Hier? Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. So. Ich weiß nicht, wovon, Wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Dein Kopf gehört mir. Dem hast du es gezeigt. Den haben wir schon mal. So. Jetzt brauche ich ein Energy. Einen Moment. So, dass der große Kampf hier schon beginnt. Esil haben wir jetzt. Sind wir jetzt los? Decker. Wieso zieht er jetzt auf den anderen da, auf den Assassinen? Was soll denn das? Da hinten, der zielt da auch noch auf mich. Okay, warte. Bleib so stehen! So. Ja, komm. Ich glaube, die sind jetzt alle da drinnen tot. Warte. Abstand und wieder ein Heiltrank dann. Okay, die sind jetzt alle hinter mir her. Rock. So. Erstmal wieder Abstand gewinnen. Ah, jetzt kommen sie alle. Einen Moment, dann muss ich irgendwie einen Ort finden. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kommen sie alle.
Kann ich irgendwie hier aufs Dach? Ja. Und dann von oben alle abschießen? Vielleicht da hoch? Nein? Das hat nicht gefunzt. Wer bist du? Okay, das wird jetzt nicht... Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Ja! Okay, vielleicht muss ich das anders machen irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht anders planen, wie wir die jetzt kaputt hauen. So. Ein Moment. Vielleicht auch außenrum? Ich weiß es nicht. So. Muss ich hier auch einmal kurz was machen? Komme ich hier irgendwie noch rein? Ne, hier kommen wir nicht rein. Auch nicht so. Nee. Vielleicht von der Seite. Die sind mir gut gesonnen. Von der Seite geht... Hier ist noch ein Morgentau. Halt! Du bist hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Ich werde dich töten. Okay, es geht schon los. Bleib stehen! Wem hast du es gezeigt? Jo, den haben wir. Alter, jetzt hat er mich auch noch erwischt. So, Heiltrank. So, den Anführer einmal fertig machen. Nein, nicht die Wache, den Anführer. Ah, jetzt geht er auf mich. Wieso? So, Uruk. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen heftig. So. Warte. Einmal Abstand gewinnen. So, Uruk. Okay, mit null Ausdauer, das wird wohl nichts. So, vielleicht nochmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und Energy trinken. Alter, was? Nein. Kann doch nicht sein, dass wir das einfach gar nicht schaffen. Unglaublich, ey. Weißt du was? Aufhören, sofort. Machen wir so. Bleib stehen. Grober. Ist jetzt aber kein richtiger Krieg, oder? So. Wem hast du es gezeigt? So. Du solltest jetzt gehen.
Dein Gold nehme ich mal an mich. Das ist mein Gold, hallo. Die Waffe nehme ich besser an mich. So, der ist weg. Wo ist Grobok? Achso, der ist auch tot. Da ist Grobok. Scheiße. Tut das weh. Wohl damit aufhören? Gold. Das ist gut, das ist gut. Hey, Sklave, das ist... Egal. Der braucht das Geld dringender als ich. So. Okay, das können wir speichern. So, hier ist jetzt aber erstmal noch Ruhe, kann man sagen, oder? Haben wir hier noch eine... Kann ich ihn nochmal? Taschendiebstahl? Nee. Den lassen wir mal. So, können wir hier nochmal jemanden Taschendiebstahl machen? Sorry. Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich... Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Klar. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du dreckiger Dieb! Ja, Cyrus, komm mit. Klären wir die Sache draußen, ja? Bleib stehen! Ich finde das lustig, wie wir das machen. Was ist mit dem? Hä? Was ist das denn jetzt? Wieso ist er so verbuggt? Das nochmal, der war so richtig verbuggt. Was war das denn? Okay, also nochmal die Wache hier. Taschendiebstahl riskieren. Oder warte, gibt es hier noch Sachen zum Klauen? Die Truhe ist leer. Vielleicht, wenn wir klauen, gibt es nochmal Ärger. So. Weg. Da. Hier dürfte eigentlich Bleib keiner stehen, mehr Hund. In der Nähe sein, ne? Kommst du? Unruhestifter können wir hier nicht gebrauchen. So. All sein Scheiß gehört jetzt mir. Das können wir wieder speichern. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwie Wachen gibt oder sowas der Seite. Die Sache wollte ich eigentlich, die eine Kiste wollte ich noch ausräumen. So. Bill. Wie viel Ruf kriegen wir bei den Rebellen, wenn wir hier eigentlich alles
Ah, hier gibt's ein Bett. Stimmt, das können wir benutzen gleich. So, alles mitnehmen. Würde ich mal benutzen. Bis zum nächsten Morgen. Da ist die Maus. Und nochmal speichern. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zum Looten, aber wir können noch ein paar Heiltränke, glaube ich, machen, oder? Heiltränke. 3 Stück zumindest. Sonst gibt es hier nichts mehr zum Klauen, ne? Ne, hier gibt es nichts mehr zum Klauen. Gibt es oben noch was zum Klauen? Ja, jetzt. Ich will da hoch. Nope, hier gibt es nichts. Da oben. Haben wir schon alles geklaut, ne? So, was mit der abgefackelten Hütte? Oder hier? Was ist mit der? Da müssten wir doch noch irgendwas haben. Urkast ist ja nicht mehr da, der existiert nicht mehr. Hier haben wir schon alles geklaut, ne? Auch den Teleportstein. Klar, warum nicht? Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Okay, kann ich so? Ne, ich muss erstmal. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht! Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Ich wollte vorher speichern. Du dreckiger Dieb! Bleib stehen! So, Cyrus, komm hier hin. Ach komm. Komm näher. Wenigstens hat er mich nicht getroffen. So. Und von hier hat keiner das gesehen. Schade, dass ich jetzt keinen Taschendiebstahl mit ihm habe. So. Und hier ist noch ein Wolfsfell. So, dann den nächsten. So, Deckard. Halt! Du wirst ja als Mörder gesucht. Gesundheit. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Dir werde ich helfen. So. Bleib stehen! Oh. Okay, da hinten geht's schon los. So. Ach, Deckard ist schon tot, oder wie? Wird hier schon gekämpft? Okay, der Kampf geht schon los. So, sollen die lieber gegen mich kämpfen? Ne?
Da! So. Bin ich den Rebellenvergrund fest abgebrochen? Ah, okay. So, ich hoffe. Okay, ich kann jetzt eben kurz einen Heiltrank nehmen. Perfekt. So. So, das war's mit dir. Kann ich ihn noch töten? Ne. Also der ist schon tot. Toter geht's, glaube ich, nicht. So, die Waffen nehmen wir auch noch mit, die hier noch rumliegen. So. Okay, das sind mir zu viele gerade. So. Jetzt bist du dran. Zeruk. Ah, Zeruk ist Verbündeter. Der ist Rebell. Wollt ihr wohl damit aufhören? Da! Ich könnte hier schon ein bisschen Hilfe gebrauchen. So. Jetzt muss ich aber auch nochmal Flucht ergreifen. Und noch einen Heiltrank nehmen. Und hier nochmal speichern. Von welcher Seite kommen die jetzt? Oder kämpfen die da hinten jetzt gegeneinander? So. So, erstmal wieder. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wo bleiben die in Redock? Oh, fuck. Wo bleiben die Freunde aus Redock? Geblieben. Okay, haben wir Khabtun befreit. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Rückzug! Ach, Feiglinge. Ich hoffe, man sieht die noch wieder. Trifft die noch irgendwo wieder. Dass ich die alle erledigen kann. So. Ein paar Sklaven haben es halt nicht überlebt. So. Ich krieg da auch noch mal. Erfahrung. Das war ein voller Erfolg. Khabtun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Dankeschön. Khabtun ist frei. So, Zeruk. Ach, der war so oder so Verbündeter. Der war Teil der Rebellen, oder wie jetzt? Kann ich nochmal mit Wenzel reden? Ist er noch am Leben? Ich hoffe noch. Und dann gehen wir nach Redock einmal. Und sagen da Bescheid, dass Khabtun frei ist. So. Khabtun ist nun frei und du bist es auch. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Jede zurückeroberte Stadt wird dem König den Rücken stärken. Und noch eins.
Falls du mal nach Montera kommst, such dort nach einer Wolfshöhle südlich der Stadt. Dort wirst du ein Schwert finden. Es hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe es dort versteckt, bevor Gamal mich gefangen hat. Wenn du es mir wiederbringst, wird es nicht dein Schaden sein. Das Schwert behalten wir. So, ich loote hier jetzt nochmal. Hier hat er nichts gegen, wenn ich mich bediene. Finde ich nice, finde ich super. Wie sieht's hier oben aus? Hatten wir hier auch schon alles genommen? Hier hatten wir uns auch schon bedient. Okay. Okay, die Musik ist jetzt ein bisschen epischer. Vielleicht, weil wir Khabdun befreit haben, ist die jetzt epischer. So, Phil. So, wir bedienen uns jetzt einfach mal überall. Schade um die Sklaven, die hier jetzt tot sind, aber hier gibt's Fleisch. Wieso ist hier ein totes Schwein? So, er ist noch alleine. Pass gut auf dich auf. Jo, kein Thema. Ich sag meinem Redder Bescheid. Oder kann ich hier den auch noch Bescheid sagen? Bring mir was über die Jagd bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, das kann ich noch nicht. Okay, ab nach Redok. Ich will einmal Bescheid sagen. Ich speichere das auch einmal. Und Wenzel ist noch im Leben. So, wir haben aber auch ein bisschen Fleisch eingesammelt. Können wir auch noch ein bisschen brutzeln, ne? Ach, nur 3. Okay, aber besser so als gar nichts. Ich weiß nicht, wenn wir die hier eigentlich auch alle umlegen, kriegen wir dafür auch Fleisch? Also wird uns auch niemand böse? Ein Fleisch? Okay, die ergreifen dann die Flucht. Aber es gibt Fleisch und Erfahrung. Ich höre hier noch einen Huhn irgendwo. Da. So, kommen die Schweine wieder, die geflohen sind? Oder sind die jetzt komplett weg? Vielleicht muss ich die auch anders jagen mit dem Bogen. Die kommen wieder. So, haben wir wieder Fleisch. Ich hoffe, es wird jetzt nicht gesagt, ich werde jetzt deswegen als Mörder gesucht, weil ich Schweine getötet habe. So. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem.
12 rohes Fleisch, perfekt. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Und es kommt noch schlimmer. So. Geld fort. Zeig mir deine Ware. Hab ich jetzt, Du bist in Ordnung. Ah, okay, warte mal. Das kostet 54.000. Wenn ich dann dafür ihm das hier gebe, was ist das? Bastardschwert. Die Katana. Einen haben wir schon mal. Okay, dann geben wir das. Dann das. Ein Katana haben wir schon mal. Die müssen wir behalten. So, den Knüppel. Dann den Bogen. Looternte behalten wir. Das kann weg. Die können weg. Das kann weg. Das hier. Das. Das. Ich finde super, dass wir jetzt gerade schon die nächstbeste. Warte mal. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Okay, da fehlt mir noch ein bisschen was. So, hier haben wir nichts. Hier das. Die Dinger. Der hier kann weg. Dann haben wir hier. Das kann weg. Und das kann weg. Sowie die Verwandlungstränke. Wir haben zweimal Fisch. Hier haben. Oh, nochmal Gift. Wir können nochmal was vergiften. Das behalten wir dann. So, ein Bisonfell. Wir haben einen Besen. Die Dinger können weg. Die behalten wir, die Eiswolfsfälle. Was haben wir? Eine Giftblase. In Varan eine sehr begehrte Handelsware. Okay, ein Hammer. Hier eine Hake. Davon müssen wir auch ein paar abgeben. Lurkerhaut. Die können weg. Pfanne behalten wir. Schaufel. Schmiede. Na, den Schmiedehammer behalten wir. Dann den Roba. Silberpokal. Das kann weg. Sägen brauchen wir eigentlich gar nicht, glaube ich. Trollfell. Ja, komm, Wildschweinfell. Wildschweinhauer. Wolfsfell behalten wir. Zähne. Tauschen wir mal. So. Ich glaube, ich bin derjenige, der Gold dazu gibt. Okay. Tauschen wir. Und ziehen dann die hier an und verkaufen die hier. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung immerhin. Gelford, wo bist du hin? Da. Zeig mir deine Ware. Jetzt hat er 60.000. Hier, die darfst du wieder haben. So, Goldausgleich. Gibt es hier jemanden? Ne, ich glaube, unten muss ich nur Bescheid sagen, ne? Dass Kapdun frei ist. Das speichere ich aber auch nochmal, weil wir jetzt eine bessere Rüstung haben. So, und kann er eigentlich nochmal was beibringen? Bring mir was über Alchemie bei. Er kann die Feuerpfeile herstellen beibringen, okay. Wie kann ich Feuerpfeile herstellen? Feuerpfeile machen mehr Schaden als die herkömmlichen Pfeile. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Pfeile und die nötigen Zutaten. Am Alchemietisch fügst du sie zusammen. Okay, 10 Lernprogramme noch. Ich will permanente Tränke herstellen. Ja, das denke ich mir. Mit diesem Wissen bist du in der Lage, jeden permanenten Trank zu brauen. Alles, was du benötigst, ist ein Rezept und die erforderlichen Zutaten. Die meisten Zutaten sind sehr selten, also wirst du viel unterwegs sein. Genieße das Brauen. Okay, 2 Punkte haben wir noch. So, wie sieht's aus? Das ist auf jeden Fall voll. Hier ist jetzt auch voll. Da fehlen nur noch Sprengpfeile und scharfe Pfeile herstellen. So, das hier fehlt halt noch.
Ich glaube, wir kriegen das noch hin, dass das alles voll wird. Warte, wie viel brauchen wir jetzt für die nächste Stufe? 742.500. Ah, Marlo. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat sonst nichts. So. Javier. Kapdun ist befreit übrigens. Will seine Rüstung haben. Kapdun ist befreit. Das ist sehr gut, mein Freund. Dann gilt unsere Aufmerksamkeit ab sofort dem Wiederaufbau der Küstenregion. Hier hast du deinen Anteil. Wir müssen weiterkämpfen. Für den König. Nur 1000 Gold? Ich finde ein bisschen wenig. Warte mal, was ist jetzt mein Ruf? Bei den Rebellen 42. Für die Rebellenrüstung, also für die Paladinrüstung. Für die bräuchten wir 60. Gelfort, da ist er. Zeig mir deine Ware. So, der hat schon so viel Scheiß von uns. Hier für die. 171.000 bräuchten wir. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Um die Rüstung zu kriegen, müssten wir eigentlich nochmal irgendwie irgendwo unseren Ruf erhöhen. Also irgendwo vielleicht noch was einnehmen oder sowas. Gehen noch einmal aber kurz nach Kapdun. Ich will jetzt wissen, ob da sich jetzt was verändert hat. Nachdem ich das Fleisch da eingesammelt habe. So, zwei Fleisch. Und unter Kapdun, da war ja auch noch was zum Einsammeln. So, ich hoffe, hier hat sich jetzt was verändert. Sind da jetzt Rebellen? Sind da jetzt mehr Leute? Ja, da hat sich was verändert. So. Rebell. Noch ein Rebell. Noch ein Rebell. Befreiter Sklave. Die sind aber weiterhin am Arbeiten. Okay. So. Rebell. Noch ein Rebell. Kann ich den hier jetzt endlich lesen? In Nordmar lebten die Barbaren und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis und das Biest jagte ihn. Altes Wissen nochmal, okay. Ah, ich habe hier eine Truhe vergessen. So lässt sich's leben, ne? Ich habe hier zwei Truhen vergessen zu plündern, verdammt. So, die heißen aber alle hier nur Rebellen, ne? Händler, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay, der ist ein ganz normaler Händler wieder am Drauf. Phil, Rebell, befreiter Sklave. Das gibt doch nur wieder Ärger. Seruk. Apropos Diebestalente. Wie viele haben wir jetzt? Diebeskunst 54. Wir bräuchten dafür 60. 80, 40, 90, 100. Komm, bei ihm machen wir nochmal. Bring etwas. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Machen wir nochmal zwei. Nur weiter so. So.
kein gutes Ende. Da oben sind noch normale Menschen? Also normale Menschen. Oben sind auch noch welche. So, Rebellen wahrscheinlich. Wem erzählst du das? Warum haben die hier eigentlich Akzent, die Frauen? Egal welche Frau, die haben alle irgendwie einen Akzent. Nichts gegen Akzente oder so, aber ich finde das schon komisch. Ich finde find schade, dass sie das hier beibehalten. Obwohl auch eigentlich schön. So, Rebell. 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 Befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Rebell. Und das jetzt, das ist von Wenzel. Mann, was willst du? Nichts, nichts. So, gucken wir uns mal hier Dings an. Warte mal. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ich würde das gar nicht beachten. Katana gibt schon so 80 Schaden plus maximale Ausdauer auf 15. Wir müssten mal das Katana hier verbessern. Irgendwie, wie kann ich meine Waffe segnen? Hier gab es doch irgendwo einen Schleifstein, ne? Da, da gab es einen. Irgendwann ist auch das vorbei. So. Ja klar, du hast gut reden. Da gucken wir jetzt mal an. Damit recht hast. Wenn ich jetzt das hier auch noch mal auf den hier mache, richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Gibt das jetzt Klingenschaden 90 plus 10 noch mal geschärft, ist vergiftet. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Der gibt mehr. Ist aber tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 10 Punkte in Jagdgeschick investiere, oder allgemein Geschick, meine ich, würde ich auf Katana vielleicht wechseln. So, wenn wir nochmal hier gucken. Abdun ist frei, Adair ist frei. Nächste Stadt wäre Montera. Ja, und Gotha ist frei. Also drei Städte sind frei. Faring, Montera, Treles, Geldern, Silden. Ah ne, Lago ist auch frei, also vier Städte. Und hier die Clans halt. Ja, ich würde sagen, wir machen uns aber in der nächsten Folge weiterhin auf den Weg Richtung Norden, Richtung Faring, und liefern da dann endlich mal die Wolfsfälle ab. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao!